Ja, ich habe mit großem Interesse den Vortrag von Stefan verfolgt, der ja durchaus auch viel mit meinem Thema zu tun hat, den Einsatz von Memes und GIFs im DAF-Unterricht. Und wir stellen immer wieder fest, dass die Schüler, die Kursteilnehmer natürlich schon sehr, sehr gerne ihre eigene Lebenswelt mit in den Unterricht bringen. Und die Frage ist immer wieder, wie viel können, auf was können wir eingehen, auf wie viel können wir eingehen? Denn es gibt wirklich viele Probleme mit dem Teilen, mit dem Weiterteilen. Und ich wollte heute einmal zeigen, wie man vielleicht die Memes und auch die GIFs mit in den DAF-Unterricht bringen kann. Wir kennen alle das Sprichwort, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und das ist auch im digitalen, oder das ist im digitalen Zeitalter eigentlich so aktuell wie nie. Allerdings haben die Bilder eine andere Qualität bekommen. Wir werden überschüttet mit neuen Abkürzungen, mit neuen Worten, die wir teilweise einordnen können, teilweise nicht einordnen können. Alles, everything goes viral. Viral, alles wird viral, alles verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Ich möchte mich heute mit GIFs und Memes beschäftigen und vielleicht erst einmal klären, was sich hinter dem Begriff Meme versteckt. Was witzig ist, ist, dass es diesen Begriff schon seit 1976 gibt. Also er gar nicht so neu ist, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Er wurde damals von Richard Dawkins als Analogiebildung zum Thema Gene oder Gen gebildet. Und ich lese jetzt das einmal vor. Es ist die Veranschaulichung des Prinzips der natürlichen Selektion, deren Grundeinheit Replikatoren von Informationen sind. Was bedeutet das? Letztendlich ist das eine Form von natürlicher Selektion. Was gut ist, was ankommt, wird weitergereicht, alles andere vererbt. Seit der Jahrtausendwende wird der Begriff Memes auch tatsächlich dafür benutzt, Phänomene zu bezeichnen, die sich im Internet sehr, sehr schnell verbreiten, die also einen großen Anklang finden und dadurch ein großes Publikum finden. Was ist ein Meme eigentlich? Und letztendlich ist das ebenso wie der Begriff überhaupt nichts Neues. Es ist ein Bild mit einem Witz, aber der Witz ist ein bisschen anders. Ich habe hier ein kleines Meme erstellt, wenn dein Workshop bei der GetVico anfängt und alle dich hören können. Jeder von uns, der schon mal in Adobe Connect gearbeitet hat, weiß ganz genau, dass das nicht eine Selbstverständlichkeit ist. Das heißt, man ist immer erleichtert, funktioniert mein Mikrofon, funktioniert meine Kamera, ich habe einen Frosch mit einer Krone drauf oder in meinem Fall eine Froschin mit einer Krone auf dem Kopf. Das heißt, ich bin sehr zufrieden, fühle mich erleichtert, dass das alle hören können und Sie als meine Online-Community hier können sich hoffentlich damit in irgendeiner Form identifizieren. Ich möchte an dieser Stelle kurz einfügen, was ein GIF ist. Ein GIF ist eine kurze Videosequenz mit Text, die wir eigentlich zum großen Teil auf Facebook, auf Instagram alle immer wieder kennen. Es sind kleine Bilder, die aneinandergereiht sind und dadurch die Illusion eines Kurzfilmes geben, der in Sekundenabschnitten in einem Loop läuft und sich immer wiederholt. Ich kann den hier leider aus datenschutzrechtlichen Gründen kein GIF einstellen, aber Sie wissen wahrscheinlich alles, was ich meine. Die Probleme, diese GIFs und diese Memes im Unterricht zu benutzen, sind die, die wir eigentlich mit allen digitalen Medien haben. Das größte Problem ist das Urheberrecht. Sie werden hier in meinem Workshop sehen, dass ich so gut wie keine bekannten Bilder habe. Ich habe nur Bilder hier drin, auf die ich das Urheberrecht habe. Und die Gesetzgebung hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert.
Und deswegen müssen wir sehr vorsichtig sein, was wir benutzen. Benutzen wir es im Unterricht, ist das Fair Use, das ist Education. Wir können es ohne Probleme einmal benutzen. Hier, dadurch, dass dieser Workshop dann später veröffentlicht wird, sind wir nicht mehr im Fair Use-Bereich. Ich benutze Memes in meinem Unterricht mit Teenagern sehr viel mittlerweile und ich würde sagen, auch sehr erfolgreich. Das Problem, das sich dabei stellt, ist, dass sofort alles als eine gute Quelle für ein witziges Meme sich präsentiert und dass dadurch das Ablenkungspotenzial extrem hoch ist, wie mein Vorgänger das auch schon gesagt hat, dass wir Probleme damit haben, dass die ihre Smartphones benutzen dürfen, denn sie machen A etwas anderes, aber sie machen natürlich auch Dinge damit, die sie erstens nicht machen sollen. Sie fotografieren eventuell ihre Kursteilnehmer und stellen das irgendwo in ein soziales Netzwerk, was für die Fotografierten nicht so schön ist oder auch wieder das Datenschutzrecht verletzt oder aber auch es werden unangebrachte Beiträge oder unangebrachte Kommentare verwendet. Wobei für mich persönlich das Ablenkungspotenzial die größte Hürde ist. Also man muss es sehr stark begrenzen, wann man es benutzen darf, wie häufig man es benutzen darf. Es muss einen bestimmten Raum dafür geben. Genau wie mein Vorgänger gesagt hat, 5-Minuten-Einheiten. Das heißt, die Memes kann man letztendlich nicht die ganze Zeit benutzen. Es sind wirklich sehr, sehr kleine Einheiten, in denen man das benutzen kann. Diese sind allerdings sehr vielfältig, denn wie bereits gesagt, ist es so, wir wollen die Alltagswelt unserer Schüler, wir wollen die Alltagswelt unserer Kursteilnehmer ins Klassenzimmer bringen. Dadurch identifizieren sie sich stärker mit dem Unterricht, mit den Unterrichtsinhalten und dadurch wird auch die Motivation und die Kreativität gefördert. Was sehr den zu, zu das, was das sehr fördert, ist, es ist extrem wenig Aufwand. Das heißt, ich kann wirklich innerhalb von 3 Minuten letztendlich ein GIF oder ein Meme erstellen. Dadurch, dass es aus dem eigenen Alltag, aus der eigenen Welt kommt, gibt es ein hohes Identifikationspotenzial. Sie können ihre Welt zeigen, aber was ich auch nicht unerheblich finde, es gibt ein sehr starkes Community Building dadurch. Das heißt, man definiert seine Gruppe, man kann sich mit seiner Gruppe identifizieren und hat gemeinsame Inside-Jokes, die vielleicht die Außenwelt auch gar nicht so gut verstehen kann und die dadurch etwas Besonderes werden. Ein weiterer Vorteil ist, man kann das in allen Niveaustufen machen. Ich habe in meinem A11-Kurs in der 3. Stunde bereits mit denen Memes erstellen lassen und war extrem überrascht über die hervorragenden Ergebnisse, die erzielt werden konnten. Die große Frage, was brauchen wir dafür? Eigentlich brauchen wir dafür nur Motivation und Kreativität. Wir brauchen irgendeine Form von Webbrowser, es ist egal wo. Und wir brauchen einen Internetzugang. Auf jeden Fall brauchen wir einen Internetzugang, um die Memes zu erstellen. Wir können sie dann herunterladen und brauchen den später nicht. Das heißt, man könnte das auch zu Hause machen oder offline oder mit dem eigenen Datenprogramm, was ich alle, oder mit dem eigenen Datenvolumen, was ich aber immer nicht so schön finde. Das Grundprinzip ist einfach. Wir haben es alle gesehen in meinem kleinen Froschbild. Es gibt einen Text. Eine Zeile Text, in der eine Erwartung hergestellt wird, ein Bild im Hintergrund, es gibt eine zweite Textzeile und in dieser zweiten Textzeile wird eine Erwartung erfüllt. Das heißt, der Witz kommt vollständig zum Tragen, hoffentlich. Zeile 1, wenn dein Workshop bei der GetWiko anfängt, Zeile 2, wenn alle dich hören, können die Auflösung im Hintergrund ein lächelnder Frosch oder eine lächelnde Froschkönigin, die darüber sehr glücklich ist. Was ich jetzt hier leider nicht so schön zeigen kann, ist der Wiedererkennungseffekt, der diese Memes zu dem macht, was sie eigentlich sind. Der Wiedererkennungseffekt hat verschiedene Lagen. Wir haben einmal die sehr populären Bilder des Success Baby,
das inzwischen auch kein Baby mehr ist und damals auch von der US-Regierung für die eigene Werbung benutzt wurde. Wir haben den Socially Awkward Penguin. Jeder von uns kennt eigentlich Grumpy Cat oder Elmo, Kermit und Bika aus der Muppet Show oder aus der Sesamstraße, die als Hintergrund für einen Witzanreiz suchen, sorgen. Der Wiedererkennungseffekt liegt natürlich auch in unserem eigenen Hintergrund oder in unserer eigenen Erfahrungswelt. Dieser Moment, wenn du deinen Abwasch machst und dich und alles eine Woche später wieder dreckig ist. Ich kann mich mit diesem Foto nach wie vor identifizieren. Es ist ein Bild, das uns alle daran erinnert, dass egal wie schnell man seine Wohnung aufräumt, irgendein Effekt wird dafür sorgen, dass man eigentlich immer wieder bei Null anfängt und wir dadurch eine leichte Frustration verspüren. Die Frage, wie er stelle, oder anders. Als ich damals angefangen habe, mit meinem Teenagerkurs mit Memes zu arbeiten, war und sie mir die ersten Memes gezeigt haben, war ich sehr überrascht, dass man die Sachen selbst machen kann, dass man diese Bilder selbst erstellen kann. Und das ist auch die Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Was? Das kann man selbst machen? Ja, man kann es selbst machen. Und zwar ohne großen Aufwand. Man benutzt einen Meme-Generator und wird auf die Seite des Meme-Generators verwiesen. Es gibt drei Kategorien: Make a Meme, Make a GIF, Make a Pie Chart. Und da klickt man drauf, man entscheidet sich für eine der drei Versionen und wird dann, ups, jetzt geht's nicht weiter, doch, und wird dann auf die folgende Seite verwiesen. Es ist ein bisschen klein, vielleicht können Sie da selbst reingehen. Es gibt in Bild 1 gibt es die Option erstmal, was man machen möchte. Man macht ein Meme und dann erscheint hier oben eine kleine Leiste mit Bildern, die man sich aussuchen kann. Da klicke ich drauf oder in meinem Fall, man geht auf das Fenster ein eigenes Bild hochladen. Und bei mir ist das dann diese Kuh gewesen, die ich hochgeladen habe. Ich habe mich dann dafür entschieden, für den Text Früher war alles besser, den ich hier in diese erste Zeile eingegeben habe, der automatisch da erscheint. Ich habe das dabei belassen. Wir sehen auch gleich warum. Und ich habe die Optionen, es dann herunterzuladen, mein Bild. Wenn Sie es am Computer erstellen, würde es Save Image to Download sein. Wenn Sie es weiter teilen möchten auf Ihrem Smartphone, würden Sie das Image zu Fotos unter Fotos speichern. Und ich würde das gerne, ups, Entschuldigung. Entschuldigung. Und Sie würden das unter Fotos speichern, die würden dann automatisch in Ihre Kamera, aber das Bild würde automatisch in Ihrer Camera Roll gespeichert werden und Sie können es von da wie jedes andere Foto weiterverwenden. Das heißt, man kann es ad hoc im Unterricht sehr schön machen. Wie kann ich aber diese erstellten Bilder im Unterricht einsetzen? Und da sind die Möglichkeiten sehr vielfältig. Es ist immer eine gute Möglichkeit, es ist als Ausgangspunkt für eine Diskussion zu benutzen. Man stellt ein kontroverses Bild oder mit einem kontroversen Text in den Raum und lässt die Klasse darüber diskutieren. Und das führt zu wirklich interessanten Diskussionen und auch zu sehr fruchtvollen Diskussionen. Was ich in Literaturkursen sehr schön finde, ist, man gibt ein Meme vor und lässt dazu eine Vor- oder eine Nachgeschichte schreiben oder auch direkt das ganze Bild in eine Geschichte umsetzen. Was sich auch sehr bewährt hat, ist, Grammatikprobleme erklären zu lassen. Man kann einfach versuchen, die Kursteilnehmer oder die Schüler verschiedene Grammatikprobleme durch so eine kurze
durch dieses Meme auf den Punkt bringen zu lassen. Zum Beispiel Akkusativ oder mein und dein. Und ich würde jetzt gerne versuchen, mit Ihnen einmal ganz kurz eine selbst ein Meme zu ergänzen. Und ich würde Sie bitten, im Chat Vorschläge für die zweite Zeile dieses Bildes zu tippen. Früher war alles besser. Wie könnte man dieses Bild witzig ergänzen? Ich würde Sie dazu bitten, unten in dem Chat Ergänzungen einzugeben. Niemand tippt? Doch, viele tippen. Sehr schön. Warte noch auf Ergebnisse. Es ist ganz besonders, wenn man Memes einführt in Gruppen, die vielleicht ein bisschen älter sind. Sehr schön. Die vielleicht ein bisschen älter sind, das tatsächlich, oder die noch nicht mit Memes gearbeitet haben, es tatsächlich so zu machen, alles vorzugeben und nur eine Zeile ergänzen zu lassen. Wir haben tatsächlich auch wunderschöne Beiträge hier unten. Früher war alles besser, da wurde ich noch von Hand massiert. Sehr gut. Oder da brauchten Kühe noch keine Ohrringe. Früher war alles besser, meine Milch auch. Mein Freund, oder? Sehr schön, ich scrolle durch. Aber jetzt ist alles besonders schön. Hervorragend, vielen Dank. Das sind ja schon ganz, ganz tolle Vorschläge, die auch sehr witzig sind. Herzlichen Dank an die Beitragenden. Meine Auflösung war, früher war alles besser. Gestern zum Beispiel war Sonntag. Was nicht ganz stimmt, denn morgen ist Sonntag. Aber das ist ja in Ordnung. Ich habe mit meinen Schülern eine Instagram-Seite und habe hier mal ein paar unkorrigierte Texte von Memes eingestellt und wollte die gerne eben mal vorstellen. Das erste Meme, das meine Studenten oder meine Schüler erstellt haben, war: Wenn bist du heimlich ein Fisch? Das bezog sich auf ein Bild des Videos von der Rhabarber-Barbara, wo der Friseur seine Scherenhand hält und meine Klasse fand, es sieht aus wie ein Fisch. Was ich daran sehr interessant war, es war in der dritten Stunde, sie haben sich zum ersten Mal tatsächlich freiwillig darum gekümmert, Vokabeln zu suchen. Und sie haben sehr schön, wie ich es ihnen beigebracht habe, das Verb an die zweite Stelle gestellt. Und das fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Bevor wir angefangen haben, über Instagram zu kommunizieren, hatten wir auch ein großes Kommunikationsproblem. Ich habe E-Mails geschrieben, niemand hat geantwortet, niemand hat sie gelesen. Mittlerweile stelle ich Memes auf unsere Instagram-Seite und tatsächlich, es entwickeln sich interessante Unterhaltungen auf Deutsch. Das heißt, ich habe angekündigt, dass der Deutschunterricht am Freitag ausfällt und habe dazu ein jubelndes Eichhörnchen kreiert und habe verschiedene Kommentare erhalten. Zum Beispiel, wenn macht deine Deutschlehrerin einen Meme? Man kann sehr schön sehen, wir haben gerade den Akkusativ durchgenommen. Das Verb ist immer noch an der zweiten Stelle. Und darüber hat sich dann eine kleine Diskussion auf Deutsch entfaltet, die ich so sonst eigentlich nicht hinbekommen hätte mit meinen Schülern schriftlich als Hausaufgabe. Und das hat mich sehr gefreut. Also ich finde, es motiviert sie sehr stark. Sie fühlen sich angesprochen. Sie möchten miteinander kommunizieren. Ich schlafe um 5:30, war mit einem Bild eines schlafenden Schülers am Ende des Deutschunterrichts unterlegt. Und auch hast du Geschwister? Nein, ich habe einen Bruder. Hier ist das sehr interessant. Ich habe es nicht korrigiert. Ich finde, es fällt unter die Kategorie kreatives Schreiben. Man sollte nicht eingreifen, aber die Peer Group macht das. Die Peer Group sagt, hey, das heißt doch eigentlich gar nicht Brüder, das heißt doch Bruder. Und dadurch hat man eine sehr schöne Selbstkorrektur der Schüler. Wie kann ich Memes für alle visualisieren? Ist meine nächste Frage. Und ich wollte an dieser Stelle noch auf die App Padlet
hinweisen, mit der ich es schaffen kann, ein Clipboard oder eine Pinnwand zu kreieren, auf der die Schüler, wenn man sich zum Beispiel gegen Instagram entscheidet oder gegen soziale Medien entscheidet, auf der ich die Memes der Schüler sammeln kann. Ich kann den Zugang zu dem Raum mit einem Passwort schützen und privat machen, sodass tatsächlich nur die Gruppe, die in diesem Raum ist, die in dieser Klasse ist, Zugang dazu hat. Ich kann es speichern, es kann nachträglich verändert werden. Ups. Und da kommt ja auch mein kleiner Padlet-Vogel reingeschwirrt. Ich kann dieses Board saven und ich kann es auch nachträglich bearbeiten. Was vielleicht noch interessant ist, ist, dass ich kann nicht nur Bilder dort speichern, ich kann dort auch Videos und Audios hinzufügen. Das heißt, es ist nicht beschränkt auf einzelne Beiträge. Ich kann ganze Boards zu einem bestimmten Thema kreieren. Padlet sieht so aus. Ich bin fast fertig. Padlet sieht so aus. Es ist eine App, die für jede Anwendung verfügbar ist, die man von allen Webbrowsern hervorragend erreichen kann und benutzen kann. Und es ist kostenfrei. Ich kann als Lehrer mich dort anmelden. Ich habe bis zu 4 Padlets, die ich umsonst nutzen darf. Wenn ich mehr als 4 Padlets haben möchte, müsste ich eigentlich bezahlen, müsste ich einen Vertrag abschließen. Aber ich arbeite schon seit Jahren mit meinen 4 Padlets, die ich einfach regelmäßig dann lösche und deswegen entstehen da auch keine weiteren Kosten. Ja, ich bin jetzt auch fertig. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich würde gerne wissen, ob Sie noch irgendwelche Fragen zu dem Thema Memes haben.